Er ist so netter Kerl so. Aber ich habe nicht mehr viel mit ihm zu tun, so. Deswegen ist es mit so einem Kollabo-Ding immer so ein, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, wenn ich jetzt jemanden treffe oder mit jemandem chille eine ganze Weile lang, so, mit dem ich sehr gut bin, so, dann kann es schon mal sein, so, ach, wir sind sowieso jeden Tag im Studio zusammen, lass uns doch ein Album zusammen machen. Also da kann ich gar nichts genau sagen. Das könnte mit jedem passieren, mit dem ich gerade gut befreundet bin, sagen wir. Was sind die letzten drei CDs, die du so gekauft hast oder sagen wir? Gehört? Hast gehört hast, ja. Boah, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe eigentlich gar nicht so viel Musik. Was habe ich mir als letztes angehört? Ich habe mir The Prodigy habe ich mir angehört. Das war das letzte Album, was ich gehört habe. Was ich davor gehört habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder welchen Release wirst du demnächst vertreten? Da steht jetzt eigentlich auch noch nichts fest. Also ich habe jetzt keine Features, die jetzt irgendwie gemacht, die jetzt irgendwie demnächst jetzt anstehen, so, oder sind, hat noch ein paar Sachen offen, aber ich, da sind jetzt keine direkten Release-Daten oder sonst irgendwas vorhanden. Weißt du, wann der zweite Teil des Berlin-Machtzentlers erscheinen wird? Boah, davon habe ich auch absolut gar keine Ahnung, da bin ich echt nicht auf dem Stand der Dinge. Wie gesagt, also wir haben ja, das Beat von Berlin hat sich ja ein bisschen verlaufen, so, und Dr. Sorg und Luke und Gazi machen ja jetzt da halt auch dieses Berlin-Macht-Ding, so. Ich weiß nicht, ich muss dir die am besten nochmal fragen. Was hältst du von Techno und Pornorap? Techno Rap? Techno Rap ist Hammer. Ich habe auch einen Techno Rap Track auf dem Album, wie gesagt. Also, wenn der Panzersong sich anhört, das ist auf jeden Fall nicht langweilig. So, weißt du? Das ist auf jeden Fall Techno. Geil, Elektro finde ich auch geil. Wie gesagt, Prodigy war das letzte Album, was ich ihm angehört habe. Jetzt so noch auf meinem Handy drauf ist, werde ich auch bestimmt nicht so schnell löschen. Pornorap? Finde ich auch geil. Ist sehr gut. Muss man aber, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Also ich hatte jetzt keine Lust gehabt, wenn ich jetzt wieder zu krass übertrieben hätte, dass es dann wieder Index oder B-Liste oder irgendein Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Eins reicht mir erstmal. Vielleicht, mal gucken, vielleicht haue ich ja nochmal richtig auf die Kacke bei dem Links, bei dem Free-Mixtape. Mhm. Da ist mir dann scheißegal, ob es auf B-Liste kommt oder nicht. Welchen Anteil hat Rap, Musik in deinem täglichen Leben? Musik, wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall nicht so festgefahren, so irgendwie jetzt auf irgendeine Musikrichtung. Also ich höre mir eigentlich alles an, so. Also, ja, von Elton John bis keine Ahnung was, aber wie gesagt, ruhige Sachen, schnelle Sachen, tanzbare Sachen, depressive Sachen, aggressive Sachen, ist mir egal. So, also ich bin mal echt nicht irgendwie so eingeschränkt, irgendwie eingeschränkt fokussiert auf irgendwie auf nur auf Rap oder Hip-Hop oder irgendwas. Absolut gar nicht. Was machst du so in deiner Freizeit? PlayStation 3, Xbox 360 und Wii. Das sind auf jeden Fall drei Sachen, die extrem killer sind. Ab und zu natürlich noch ein bisschen Graffiti und so malen. Und das ist halt so ein mehr oder weniger meine Freizeitgestaltung. Welche Projekte können in der nächsten Zeit von dir rechnen? Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt schon dran an dem nächsten Album, was ich hoffe, dass es vielleicht noch Ende des Jahres so, vielleicht im Dezember kommt. Das Mixtape, na, ist halt so ein Ding, wo, wenn mir gerade langweilig ist und ich gerade nichts Besseres zu tun habe, dann mache ich da immer was so. Ansonsten steht eigentlich jetzt im Moment nichts großartig an, aber wie gesagt, das nächste Album ist schon in der Mache, weil ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nicht wieder wegnicke und drei, vier Jahre brauche. Okay. Was du für einen Beat-Fanatik an der Zeit, in der nächsten Zeit zu kommen? Hast du einen Plan von? Oder? Also eigentlich, wie gesagt, also ich glaube, Duell macht ja, hat jetzt sein Album so. Das muss jetzt auch, glaube ich, im Sommer oder so kommen. Da bin ich auch noch mit drauf, denke ich. Ansonsten, also wir haben da mal ein Album zusammen mit den Jungs von deinen Eltern aufgenommen, von Blutbad Berlin. Mal schauen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist und ob das noch released wird. Ich würde es mir wünschen, weil es ist echt ein krasses Teil geworden, was wir da abgeliefert haben. Wird. Ja, das ist der aktuelle Stand, was ich da halt noch weiß. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich hoffe, in meiner Eigentumswohnung. Hm. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, was da jetzt noch alles rap-technisch überhaupt noch in Deutschland geht. Ich bin da auf jeden Fall, ich lass mich überraschen, würde ich sagen. Also, ich lebe heute und will nicht drüber nachdenken, was gestern war oder was morgen sein kann. Kommen wir zum kurzen Brainstorming. Automatik? Finde ich gut. Obama?
Finde ich auch gut. Yes, we can einfach. Frankfurt? Ein paar schwule Rapper. Autos? Need for Speed. BVG? Auch gut zum Tacken. Gesetze? Manche überflüssig. Nutten? Uninteressant. Sommer? Sommer? Sommer. Geil, warte ich nur drauf. Wirtschaftskrise. Interessiert mich nicht, habe ich nicht so viel mit zu tun. Politik interessiert mich absolut gar nicht, Alter. Persönlich von verschiedenen Flair? Bin gespannt, was dabei rauskommt. So, wenn sie ihre eigenen Texte schreiben, kann das bestimmt ein gutes Album werden. Hagel Berlin so? Finde ich gut, dass es die gibt. Wir haben auf jeden Fall viel gemacht und ich denke mal, die werden auch noch eine ganze Weile am Start bleiben. So. Hirntod Records. Ja, ist nicht unbedingt meine Musikrichtung so und ja, ich gönne jedem das eine. Wir sind durch. Wir sind durch. Das Interview? Gerne. Du hast das beste Wort. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall zieht euch Panzersound rein. Wie gesagt, Mitte Mai wird auf jeden Fall ein kracher Album. Jeder, der sich angesprochen fühlt, soll sich angesprochen fühlen. Jeder, der ihm vom Arsch vorbeigeht, ist mir auch scheißegal. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Geht das? Ich bin raus. 41, yeah, Mike, on the run, rock a run, mit Pumpgun, halt die Fresse und entspann, hör dir an, was ich kann, schau dir an, was ich mach, Schicht im Schacht, gute Nacht, ich hab dich grad umgebracht, PZA ist die Macht, PZA ist mein Tattoo, eine Glock hat 12 Patronen, ich schieß mit Leuchtbomb-Munition, Schatten.